Hallo Leute, hier spricht Zugitar von SSB Dofus Official und ich begrüße euch zu einem neuen Part meines Let's Plays von Dofus mit meinem Halsabschneider Will, welche nun Stunden die Stufe 11 erreicht hat beim Ende vom letzten Part. Und daher gebe ich sofort wieder die 5 Punkte auf Intelligenz, wodurch wir nur 55 Intelligenz haben. Und wir brauchen noch 3 Level, um die Explobombe auf das Level 5 zu leveln. So, wir setzen direkt bei den Quests wieder ein und müssen mit Imstruxgnom sprechen. Das ist die neue Quest, die wir von dem Cherubim-Milizionär bekommen haben. Ja, dann rennen wir direkt mal zu dem. Und ich will schon mal vorwegnehmen, dass ich jetzt nicht mehr so lange auf Inkarnam bleiben möchte. Und zwar möchte ich jetzt nur noch das Boonset, soweit es geht, ergattern. Dann möchte ich noch einmal den Inkarnam Dungeon machen, um euch ein Beispiel eines Dungeons zu geben. Und dann möchte ich auf jeden Fall von Inkarnam verschwinden, denn mich regt das so langsam auch auf, hier auf dieser Ebene zu spielen. So, ich spreche mit ihm. Ich habe meine Erfahrung erklärt. Und ich muss jetzt mit Nephorit ein ernstes Wörtchen reden. So, mal schauen, wo sich dieser Nephorit befindet. Ich renne einfach mal zu ihm. So, hier bin ich. Hier ist Nephorit Zerdruck. Und mit dem rede ich jetzt. Sieh mal einer an, ein junger Taugenichts, der es wagt, mich anzusprechen. Ich habe keine Zeit mehr, nichts nütze wie dich. Euch nicht einschüchtern lassen und ihn als aufgeblasener Wichtigtour titulieren. Ja, das würde ich mal machen, ne? Wir befinden uns hier am windigsten Ort der ganzen Welt. Du kannst von Glück reden, dass du so schwächlich bist. Wärst du stärker, hätte ich dich längst in den Seelenkessel geworfen, weil du meine kostbare Zeit so sinnlos verplemperst. Ihn zu einem Zweikampf herausfordern. Ey, cool. Okay, dann kämpfen wir mal gegen Neophyt-Zerdruck. Ein Osamodas kämpft niemals allein. Das werde ich dir gleich im Kampf beweisen, indem ich dir eine gefürige Abräumung verpasse. Sich zum Kampf bereit machen. Ja, wir kämpfen jetzt gegen den Questgegner Neophyt-Zerdruck, welcher die Stufe 12 hat. Ich habe die Stufe 11. Er hat die Klasse Osamodas, ich die Klasse Halsabschneider. Beim Osamodas handelt es sich um eine Beschwörerklasse. Deswegen meinte er auch, er wird nie alleine kämpfen. Und zwar wird er jetzt eine Reihe Monster beschwören und sie für sich kämpfen lassen. So, da sieht man direkt, er beschwört einen Tofu, einen Vogel, der, ja, für seine Winzigkeit echt noch Oho ist. Klein, aber Oho, Oho. Und da kommt auch schon der Fresssack, welcher schon, ja, stärker erscheint als der Tofu. Ich zerstöre mal den Tofu. Ist er hier? So. Und lass die Bombe explodieren, weil ich glaube, die ist unnütz. Ich kann nämlich nur insgesamt 3 Bomben liegen haben. Und deswegen. Ich schau mal, ob die Combo auch bis hier geht. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Bombe reinmache. Ja, es wurde eine Combo gebildet. Ist doch perfekt. Dann lasse ich die schon mal explodieren. So, 33 Schaden. Im sonstigen Kampf, außer durch die Beschwörung von Osas, können sie am Anfang, also auf Level 12, eigentlich noch fast gar nichts. Deswegen habe ich jetzt nicht allzu viel Angst vor dem. Guck, er macht sogar gar nichts. Er hat noch keinen wirklichen Angriffszauber. Und ja, ich habe ihn ohne etwas zu verlieren besiegt. Perfekt. So, dann habe ich noch eine ätherische Waffe, und zwar den Hililu-Stecken gedroppt, welchen ich beim NPC gut verkaufen kann. Ich habe dir den Sieg überlassen, da die Welt der 12 tapfere Krieger wie dich braucht. Du brauchst mir nicht für die Lektion danken und kannst nun gehen. Den spontanen Drang unterdrücken, ihn zu erwürgen und stattdessen weggehen. Oh, ich hätte ihn am liebsten erwürgt, diesen Taugenichts. Ey, cool. Ich hab was. Ey, ich hab das Cape vom Boonset erhalten. Perfekt. Damit habe ich jetzt schon 3. Alles sozusagen die Belohnung dafür, dass ich ihn besiegt habe. Jetzt habe ich schon 3 Sachen vom Boonset. Von, ich glaube, 6.
Wie war das nochmal für den Ring? Ich muss immer zu dem Sturksknochen zurückkehren. Dann renne ich erstmal zu ihm hin und spule so lang vor. So, hier wären wir wieder. Beim Imstrucksknochen. Wir richten ihn aus, dass wir ihn unser gewonnen haben. Und sollen uns auf die Suche nach Meister Dingdong machen. So, Meister Dingdong. Suchen wir direkt mal auf. Befinden sich anscheinend ein bisschen weit weg. Da werde ich wieder vorspulen. Okay, die Quest hat uns jetzt hier hingeführt. Ich denke mal, Meister Dingdong wird sich in dem Eingang zum Dungeon befinden. Da befindet sich Meister Dingdong. Ich rede mit ihm. Sieh an, ein Abenteurer. Weißt du, was dich in diesen Höhlen erwartet? Sagen, dass euch der Imstrucksgnome vom gefährlichsten Ort von ganz Inkarnam erzählt. Imstrucksgnome hat diesen Ort bereits mehrfach erkundet und kennt sich dort aus. Er ist der Meinung, dass ein Abenteurer, der sich einen Namen gemacht hat, gegen die Kreatur ankommen müsste, die sich in den Wolken von Inkarnam versteckt hält. Versichern, dass ihr bereit wärt, die Herausforderung anzunehmen. So sei es, dann frage ich nochmal, weißt du, was dich hinter dem Durchgang erwartet? Folgendes Antworten, Ruhm und Reichtum. Ist schon gut, ich bekomme sowieso immer nur dieselben Antworten. Und wie immer werde ich erklären müssen, was hier in den Tiefen dieser Höhlen alles vor sich geht. Nun, wie nichts anderes zu erwarten, gibt's hier Monster, Monster und noch mehr Monster. Und ganz am Ende lauert der Anführer all dieser Kreaturen. Eine fürchterliche Bestie, die in der Lage sein soll, selbst die stärksten Abenteuer zu besiegen. So, du wurdest hiermit gewarnt. Wenn du trotzdem hinein willst, dann stell dich auf diese Fliese hier, dann geht die Tür auf. Nach den Schätzen fragen. Oh, es gibt sicherlich viele Wertgegenstände. Sollten wir uns wieder begegnen, so hänge ich dir die Belohnung dafür aus, diese furchtbare Kloake überlebt zu haben. Aber nur dieses eine Mal. Erwidern, dass euch jede Menge Abenteuer erwarten. Cool. Das heißt, er hat mir bestimmt eine Quest gegeben. Ah, die Quest für den Hut vom Bootset, ja. Dungeonologie. Für das Level 10. Ich muss in einem einzigen Kampf einen Wulliwu-Struppi besiegen. Das ist der Endgegner von dem Kanum Dungeon dann wahrscheinlich. So, ich habe gesehen, hier draußen stehen welche. Ich könnte die ja fragen, ob ich mit dem Kanum Dungeon mache, wobei die eher schlecht aussehen. Also Piepmanns Set. Ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Naja. Ich würde sagen, ich versuche mal bei der Quest Piep weiterzukommen. Und zwar habe ich die ja schon ziemlich lange. Und ich muss dem Piepmatz 6 Weizen und 6 Flachsblüten beschaffen. Wenn es sein muss, muss ich dafür nach Astrup reisen und sie mir kaufen. Aber eventuell kann ich sie auch hier in den Kanam ergattern. So, ich muss zuerst zum Gasthaus, weil um Weizen bzw. Flachsblüten zu erhalten, muss ich Berufe erlernen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sofort 2 Berufe erlernen kann. Wenn ja, dann würde sich das ziemlich gut treffen, weil dann könnte ich nämlich Alchemist und Bauer werden. Und Bauer die Weizen hacken und mit Alchemist die Flachsblüten sammeln. Dann könnte ich mir nämlich den Ring des Boonsets noch ergattern. Ich rede jetzt erstmal mit Ekul, der Vorarbeiter. Das ist übrigens der NPC, der euch Berufe erlernen kann auf Inkarnam. Und ich will einen Beruf erlernen. Ich werde mich für den Beruf Bauer interessieren. Und ja, ich krempel die Ärmel los. Ich krempel die Ärmel hoch und leg los. So, den Beruf Bauer erlernt. Mal sehen, ob er mir noch einen Beruf erlernen kann. Ja, anscheinend schon. Ne? Also er sagt jetzt nicht, dass es nur einen Beruf zu erlernen gibt. Und ich möchte mich für die Geheimnisse der Alchemie informieren. Ja, ich möchte bestätigen, Alchemist zu werden. So, jetzt bin ich Alchemist und Bauer. Ja, super. Ich müsste auch die Waffen bekommen haben von ihm. Und zwar braucht man für jeden Beruf eine Waffe. Die, wenn man die Waffe nicht trägt, kann man den Beruf nicht ausführen. Das heißt, ich werde jetzt die Bauernsense des Bauernlehrlings anziehen und kann nun, wie ihr seht, Weizen mähen. So. Da mäht er unser guter Will. Oder Will. Am Anfang, wenn man den Beruf, wie ich, gerade erlernt habe und damit Stufe 1 im Beruf vor ist, dauert es noch etwas lange, um an Weizen zu kommen. Oder anderes Getreide. Hier sieht man, ist noch viel mehr Weizen. Und ja, je höher man von der Stufe ist in einem Beruf, desto schneller geht es.
Am Ende, auf Level 100, benötigt man nur noch ganze 2 Sekunden, um so ein Weizenfeld zu jäten. Und wie ihr gerade gesehen habt, ich kann, wenn ich gerade am Mähen bin, trotzdem schon ein anderes Feld anklicken, um es sozusagen schon ausgewählt zu haben, sodass der Charakter es dann direkt nach dem einen Feld sofort abmäht. Ich guck gerade, ich habe jetzt schon 4 Weizen von 6. Und mal gucken, ob ich jetzt 1 oder 2 Weizen erhalte. Sieht man einmal an der Zahl, welche jetzt hochgeht. Ich habe 2 erhalten. Das heißt, ich habe jetzt schon 6 Weizen. So. Jetzt muss ich Flachs aufsuchen, um die Flachsblüten für den Piepmatz zu ergattern. Ich glaube, ich gehe mal lieber in die. Wo? Ich gehe in die linke Seite von der Karte, weil ich glaube, hier. Ja, hier gibt es Flachs direkt. Gut. Dann mähe ich das Flachs mit den Alchemie. Handschuhe des Alchemielers. Da müsste ich doch jetzt eigentlich. Ja, ich kann es pflücken. Ah, hier steht pflücken und mähen, da man es später mit dem Bauer auch mähen kann. Dann bekommt man Flachs als Getreide. So bekommt man nur die Blüte, die man für Tränke oder sonstiges verwenden kann. So, ich habe direkt 2 Flachs bekommen. Ich wähle schon mal das nächste Flachsfeld aus. Man kann übrigens auch sofort 2 Felder auswählen, damit man so eine Kette. Man kann, glaube ich, eine Kette aus insgesamt 10 folgenden Sachen, also folgenden Feldern bilden. Aber, naja, wie ihr seht, waren hier jetzt nur 4. So. Dann hoffe ich mal, dass ich. Ja, ich habe jetzt schon die 6, oder? Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt 6 Flachsblüten, 6 Weizen. Dann bringe ich dem Piepmatz die mal, um den Ring hoffentlich jetzt schon zu erhalten. Ich weiß ja nicht, ob ich noch irgendeine Aufgabe bekomme. Ah, hier ist der Piepmatz sofort. Dann gebe ich sie dem mal. Ah, okay, ich habe die Quest beendet, habe den Ring erhalten und die Stufe 12 erreicht. Und ja, das ist doch eigentlich auch ein guter Punkt, um diesen Part zu beenden. Und wie ihr seht, ich habe jetzt 50 Intelligenz dazugegeben. Ich besitze hier schon 60, da mein Set auch 10. Und da ich hier, wie ihr seht, Ausrüstung plus 10, da mein Set auch 10 gibt. Und da ich jetzt Grundwert 50 habe, habe ich, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, ab einem bestimmten Wert muss man mehr zahlen. Jetzt muss ich nämlich 2 Punkte für eine Intelligenz zahlen. Das heißt, ich zahle 4 und erhalte plus 2. Jetzt habe ich noch einen Punkt fürs nächste Level gut. Ich spare aber, damit ich beim nächsten Level 3 Intelligenz dazugeben kann. So, anzaubern kann ich erst in 2 Leveln was hochmachen, und zwar die Explosion auf Level 5. Den Ring ziehe ich jetzt auf meinen zweiten Ringslot an. Man kann nämlich 2 Ringe tragen, 2 verschiedene. Und ja, der Bonus von unserem Set, wie ich schon mal erwähnt habe, die Set-Boni mit 4 Gegenständen bringt schon auf alle Werte 15 Punkte. Das heißt, das ist ein super Anfängerset. Und zwar, wenn ich das komplette Set an habe, dann gibt das schon 25 Punkte auf alles. Auf alle Elemente, auf Lebenspunkte, auf Weisheit. So, und damit beende ich jetzt diesen Part. Würde ich mal so sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute.